Ein Monat und 7 Tage. So lange hat dieser 15-Jährige aus Guatemala für den beschwerlichen Weg in die USA gebraucht. Er nennt sich Marco, seinen richtigen Namen verrät er nicht. In diesem für ihn verheißungsvollen Land hofft er auf ein besseres Leben. Ich wollte in die Vereinigten Staaten kommen, weil ich viele Kinder gesehen habe, die in die Fänge von Gangs geraten sind. Das hat mir nicht gefallen. Seine Mutter lebt schon seit 8 Jahren illegal in den USA. Sie hofft, dass ihr Sohn hier bleiben kann. Marco ist einer von fast 60.000 Jugendlichen, die seit vergangenem Oktober versucht haben, alleine über die Grenze zu kommen. Dieser beispiellose Ansturm überfordert die US-Behörden. Präsident Barack Obama hat erst kürzlich den Kongress um Gelder zur Eindämmung der Krise gebeten. Außerdem warnte er Eltern, ihren Nachwuchs nicht auf die riskante Reise zu schicken. Das ist eine unglaublich gefährliche Situation und es ist unwahrscheinlich, dass ihre Kinder bleiben können. Ich habe Eltern in ganz Zentralamerika gebeten, ihre Kinder nicht diesen Gefahren auszusetzen. Der Gouverneur von Texas hat angekündigt, dass bis zu 1000 Nationalgardisten die Grenze schützen sollen. Anti-Einwanderungsdemonstranten ist das allerdings noch zu wenig. Das ist eine Invasion, keine Einwanderung. Einwanderung ist, wenn du einen Antrag stellst und deine Papiere ausfüllst. Bis vor kurzem haben sich pro Tag noch rund 250 Minderjährige ohne Begleitung über die Grenze gewagt. Im vergangenen Monat hat sich die Zahl halbiert. Trotzdem werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch Tausende ihre Heimatländer hinter sich lassen. Auf der Suche nach dem amerikanischen Traum. Im Gepäck die Hoffnung auf eine vermeintlich bessere Zukunft.